Heute Morgen habe ich endlich mal eine Stoppuhr gestartet. Ein steiniger Schuh. Endlich mal eine Stoppuhr gestartet. Und guck mal, wie lange der Soto-Windenhaster braucht, um ein Liter Wasser zum Kochen zu bringen. Das Wasser war in etwa 6 Minuten fertig. So, und da kommt sie raus aus dem Fred. Sag guten Morgen. Oder so. Sag mal was Nettes. Was soll ich Nettes sagen? Ja. I ist schon mal gut. Sind nämlich jetzt dann abfahrbereit. Aua, weißt du, was hier. Weißt du, guck mal, was hier drin ist. Du, ich hatte so einen unterm Krok. Aber von reingestochen unten durch. So eine Dornen hier, die sich dann durch die Sohle vom Krok durchbohren. Die erste von gestern hat dann gerade so, dass es noch, du siehst einen roten Punkt am Zeh, aber es floss kein Blut. Und heute Morgen habe ich so gedacht, das fühlt sich aber nicht so bequem an. Da wieder steckte so richtig drin. Ja. Geht's gleich weiter. Unser schöner Trick weiter. Runter. Ich glaube und hoffe, wir kommen jetzt noch an einem Geisterdorf vorbei. Und dann gucken wir, wo wir weiter hinfahren. Wir haben gestern mit Steffi und Rudi schon mal überlegt, ob wir mal noch mal eine andere Richtung einschlagen und ins Wärmere fahren. Wir schauen mal. Erstmal runter, direkt zu Ende fahren und dann suchen wir uns das nächste Ziel aus. Bis dann. Wir sind wieder on the track, on the trail. Und das hat man gestern nicht. Nach 200 hier liegen Metern, jetzt. Bitte wenden. Vorsicht, hier ist das Stein. Bitte wenden, was ihr gerade gehört habt, gilt nicht für uns. Das ist das doofe Navi. Heute liegen ja jede Menge Bäume quer. Zum Glück aber schon alle gesägt, sodass der Weg frei ist. Aber diejenigen, die gesägt haben, haben wirklich das Minimale freigesägt. Das ist zum Teil doch schon ein bisschen, ja, nicht knapp. Wir hätten auch alles noch einen Meter weiter sägen können. Platz wäre da gewesen. Ja. Und da wohnt wohl jemand.
Sieht ganz nett aus. Und wir sind jetzt gleich in dem Geisterdorf. Und hier werden wir dann noch mal anhalten. Sieht schon wieder toll aus. Guck mal, hier wohnt einer bestimmt im Auto. Nein, das ist ja kein deutsches Auto. Also in diesem Geisterdorf wohnen noch ein paar Gespenster. Mal gucken, wo wir jetzt hier dann anhalten. Das nicht ganz verlassene Geisterdorf. Und wie immer habe ich vergessen, wie es heißt. Blende ich da mal unten ein. Da unten scheint auch noch bewohnt zu sein. Hm? Ja. Ja, oben. Ja. Die hatten sich das ja schon ziemlich ausgebaut. Mhm. Aber die hat mit uns ja schon gerechnet. Ja, wenn die hat uns ja gesehen. Die hat schon Kuchen gebacken. Ja, eben. Aber ich finde das richtig idyllisch. Ja? Guck mal, die haben hier voll den Sonnen. Ja? Ja, guten Morgen, Hühner. Ja, genau. Boxsack. Holz. Was wir irgendwie gelesen haben, die Menschen, die hier leben, tun dies nicht legal. Werden aber trotzdem so ein Stück weit geduldet. Ich glaube, die hiesige Polizei weiß, dass die hier sind. Wie denn auch nicht, ja. Aber man duldet sie. Aber eigentlich ein schönes Fleckchen. Wenige Nachbarn, aber wenn du dich mit denen nicht verstehst, ist auch doof, ne? Ja. Ja. Ich glaube, hier bist du schon aufeinander angewiesen. Ja. Das sieht alles nicht so richtig gut aus. Hier die Hütten hinter mir. Wenn ich das so angucke, vertrauenserweckend ist anders.
Naja, ich habe durch meine Höhenangst, ne? Ich habe dummerweise so darüber geguckt. Ja. Von außen ist das so unspektakulär. Nee, das von da oben gesehen, als du hier durch bist, das sah sehr spektakulär aus. Ja. Weil das wird schon schmal und das sieht auch sehr unterspült aus. Das war spektakulär. Hast du das gemacht? Ja. Das war doch mal schön jetzt. Ja. Das ist ganz verwegen. War ein bisschen eng. Der ist ein bisschen eng. Aber mein letzten Endes, guck mal, das machen die Einheimischen hier mit dem Smart. Nicht mit dem Smart, da wird ein Ding mit. War noch mal ein bisschen. Nimm die Kamera. Ja? Da hängt ja wieder der Fred. Wir sind gerade bei der Planung, wo wir denn jetzt weiter hinfahren. Und es sieht aus, als würden wir nach Saragossa fahren. Ja, bei 30 Grad. Da hab's gehört. Saragossa. Wir brauchen Sonne. Mhm. Genau. Und eine Waschmaschine und einen Trockner. Trockner brauchen wir nicht. Wir haben Sonne. Das wäre das. Guck mal, Platz haben. Jetzt hat immer das zu mitnehmen, weil. Ja, ja, ja. Die haben wir noch nie. Wir auch nicht. Wir auch nicht. Neue kaufen können. Aber die schmecken ganz gut. Ja, hoffe ich. Wir haben die noch nicht. Aber. Ach, wir haben jetzt zwei? Ja. Zwei Kaufen. Schaut mal. Das ist Wilson. Und das ist Fred. Ich glaube, Fred ist der größere Dreckspatz von uns beiden. Oder Rudi der vorsichtigere Fahrer. Kann auch sein. Kaum sind wir in der Großstadt, stehen wir im Stau. Wir sind in Saragossa. Wir bleiben jetzt hier zwei Nächte und richten uns jetzt erstmal gemütlich ein. Genießen die Wärme. Gibt gleich ein Bierchen. Mach mal ein bisschen relaxen. Erstmal. Thank you.
ersten Mal haben wir jetzt die Helilox-Spüle draußen. Hm? Ich weiß es nicht. Prost. Wollte drei. Ja, warte, ich muss mal die Kippen aufmachen. Ja, dann zieh die Leiche wieder nach vorne. Sau. Duschen und Toiletten haben wir schnell gefunden. Und auch schön nah am Platz. Die Wäsche-Waschgelegenheit und auch die Spül-Facility ein bisschen weiter darunter. Glaube ich. Claudia ist gerade auf der Suche. Ich genieße mittlerweile das kühle Kellerbier. Spanisch. Naja, und so sieht's aus, wenn ich Daten sichere. Sitz hier rum und warte, dass die Dateien von der Dashcam auf die Festplatte draufgehen. Ich glaube, ich koche uns dann doch lieber etwas Leckeres. Das Campingplatz-Restaurant hat nicht so tolle Sachen auf der Karte. Bocadillo, Salat, Pizza. Nee. Ich mache ein Curry geschnetzeltes mit Hähnchenbrustfilet. Ich mache ein Curry geschnetzeltes mit Hähnchenbrustfilet, Karotten oder Möhren, Kokosmilch, Curry abgeschmeckt. Und dazu mache ich einen Reis. Wenn ich dann jetzt irgendwann hier fertig bin mit der Datensicherung. Ja, kann gleich losgehen. Aktive Mithelferin. Was? Ja. Bin jetzt noch nicht so weit. Ja. Andere hat uns den Einkommen und uns ein bisschen. Und, schmeckt's dir? Sieht man das nicht? Ja, du bist doch nicht beschmiert im Mund, das sieht man nicht. Ja, gut. Das habe ich so auch noch auf keinem Campingplatz gesehen. Hier diese Disco-Beleuchtung. Damit man nur ja auf dem Weg bleibt.